Wir diskutieren super viel darüber, brauchen wir Europa, brauchen wir es nicht, aber letztendlich sollten wir überlegen, wie soll dieses Europa aussehen, was wir haben und was wir haben möchten. Ich bin Marie, bin 22, komme ursprünglich aus Ulsberg im Sauerland und wohne seit letztem Sommer in Köln. Ich bin Redaktionsleiterin bei treff.europa.de. Das ist das Online-Magazin von den jungen europäischen Föderalisten und versucht, junge und europäische Perspektiven auf aktuelle Politik zu veröffentlichen. Thematisch machen wir erstmal echt alles. Also Schwerpunkt ist natürlich EU-Politik, aber letztendlich kann alles interessant sein, was national oder regional passiert. Und es können auch Wirtschaftsthemen sein, es können Kulturthemen sein. Unser Ziel ist, dass wir immer eine europäische Perspektive haben, also zum Beispiel darauf gucken, wie machen das andere EU-Länder, aber auch, dass es immer eine junge Perspektive hat. Ich habe 2015 Abi gemacht und war dann jahrelang in Spanien, in Madrid an der Uni. Also in Madrid waren Freiwillige aus Portugal, aus Rumänien, aus Litauen. Und da tobte eben gerade so die Staatsschuldenkrise. Für mich war das damals super eindrucksvoll, da junge Leute zu treffen, die auch darunter leiden, die sagen, meine Eltern und meine Familie ist konkret betroffen von dieser Staatsschuldenkrise, von der es in Deutschland irgendwie nur heißt, die Griechen verprassen unser Geld und sonst haben wir damit eigentlich nichts zu tun. Dass das überhaupt so möglich war, dass die Meinungen da so unterschiedlich waren, das lag daran, dass wir alle unsere nationalen Zeitungen gelesen haben und unser nationales Fernsehen geschaut haben. Und da gab es kaum eine Brücke. Also es gab kaum Journalisten oder Journalistinnen, die irgendwie versucht haben zu vermitteln oder zu zeigen, da gibt es noch eine andere Erzählweise. Ich glaube, solange das so ist, ist es super schwierig, auf Europaebene Schlüsse zu finden, auf demokratische Art und Weise, weil die Bürgerinnen und Bürger, die wählen gehen, haben nicht dieselben Informationen. Wir sind ein Online-Magazin und wir sind vor allem eine digitale Redaktion. Wir haben keinen Redaktionsraum. Wir skypen einmal die Woche für eine Stunde, Montagabend. Das ist so ein fester Termin. Aber davon abgesehen ist alles unfassbar flexibel. Ich habe manchmal das Gefühl, ich mache mehr in Zügen und an Bahnhöfen und in der Kölner Straßenbahn, als dass ich irgendwie zu Hause am Schreibtisch sitze. Wir sind nicht örtlich gebunden und es ist halt eine super Möglichkeit für alle, die mitmachen möchten. Weil man muss nicht irgendwo wohnen, man muss auch nicht in der Lage sein, irgendwann irgendwo aufzutauchen. Und gerade deshalb können wir ja auch so viele unterschiedliche Leute einbeziehen. Ich glaube, es ist super wichtig, dass wir digitales Engagement haben, weil wie dieser digitale Raum aussieht, bestimmt total, wie wir denken. Das sind die Texte, die wir lesen, die Videos, die wir anschauen. Und dann sollten wir das auch aktiv mitgestalten. Gerade so als Redaktionsleiterin ist es mir super wichtig, dass wir keine Werbung für die EU machen. Ich finde viel gut daran, wie es gerade läuft. Wir haben Verständigung und Kooperation zwischen Ländern, die waren davor ewig lang im Krieg. Das ist auf jeden Fall was Krasses, was wir erreicht haben. Und gleichzeitig läuft so viel unfassbar schief. Also wir haben eine komplett menschenunwürdige Flüchtlingspolitik. Wir haben eine Klimapolitik, die nicht funktioniert. Wir haben eine Handelspolitik, gerade auch afrikanischen Ländern gegenüber, die Sachen zerstört und nicht aufbaut. Und das sind Sachen, die sind wirklich schlimm. Und da unterschätzen wir auch, was wir für eine Verantwortung haben. Gleichzeitig glaube ich, dass wir nicht in der Lage sind, das zu ändern und das aktiv mitzugestalten, wenn wir nicht verstehen, wie das alles beschlossen wird. Für mich bedeutet Europäerin zu sein, dass wir auf einem Kontinent leben, der klein ist und der viele Länder hat und eine krasse Vielfalt, die wir erhalten sollten, aber dass wir deshalb auch umso mehr aktiv daran mitarbeiten müssen, dass wir Verständigung dazwischen haben. Die europäische Demokratie muss gerade auch sein, dass wir zusammen überlegen, was sind die Perspektiven anderer, wie leben sie in Europa und wie können wir das gemeinsam so gestalten, dass es das Europa ist, was wir zusammen haben möchten.